Willkommen zu unserem Technik-Kontroversabend Künstliche Intelligenz zwischen Fakt und Fiktion. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind ins Triangel, mehr oder weniger auch ans ITAS. Wir sind das ITAS, wir haben diese Veranstaltungsreihe Technik-Kontroversen in regelmäßigen Abständen zu regelmäßigen Themen, um Einblicke zu geben in unsere Forschung und mit Bürgerinnen und mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, unsere Forschung in andere Kontexte zu setzen, auch mal experimentieren mit unseren Ergebnissen und in die verschiedene Bereiche einzubringen. Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen und wir möchten einfach auch Ihre Einschätzungen, Ihre Rückmeldungen haben und hoffen, einfach auch ein paar Ideen weiterzugeben, Inspiration zu KI und ihren Bedingungen. Heute wird es um KI zwischen Fakt und Fiktion gehen. Wir haben heute eine Innovation. Wir haben einen Gast eingeladen, Theresa Hanek, Science-Fiction-Autorin. Wir haben eine Wissenschaftlerin, Jutta Jahne. Wir haben einen Wissenschaftler im Doktorandenstatus, der Pascal Vetter. Die werden heute den Abend bestreiten. Wir werden viele Facetten auf das Thema KI werfen. Wir werden das Thema aus Kultur und Kunst beleuchten. Wir werden es aber auch aus der Perspektive der problemorientierten Forschung mit Blick auf Wissenschaft, Politik, Beratung und Praxistransfer beleuchten. Wir haben uns ein abwechslungsreiches Format vorgenommen. Wir werden eine Lesung haben aus einem Science-Fiction-Roman. Wir werden einen wissenschaftlichen Vortrag haben aus einem aktuellen Thema der Politikberatung. Und wir werden auf einem Panel diskutieren mit Ihnen. Wir wollen ein bisschen spielen mit künstlicher Intelligenz zwischen Fakt und Fiktion, haben wir es genannt. Künstliche Intelligenz wird fiktional verarbeitet von Theresa Hanek. Künstliche Intelligenz ist an der Schnittstelle zwischen Fakten und Fiktionen beim Thema Deepfakes, was man auch bei den durchlaufenden Deepfakes hier sieht am Bildschirm, wo der eine Fiktion ist, das eine Bild, eine erdachte Fiktion und der andere Fake eine Realität. Also schwimmende Grenzen zwischen Fakt und Fiktion in der Kunst, aber auch manchmal in der Wissenschaft, wenn wir uns mit entsprechenden Gegenständen beschäftigen. Ich bin gebeten worden, noch einige organisatorische Hinweise zu geben vorab. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich einladen, auch sich zu beteiligen, Ihre Meinung uns mitzuteilen und mit uns zu diskutieren. Ich muss Sie aber bitten, die Masken aufzulassen bzw. Maske zu tragen während der Veranstaltung. Außer kurz zum Essen oder Trinken können die natürlich abgesetzt werden. Ansonsten würden wir Sie gerne bitten, die Masken aufzusetzen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Hier vorne ist eine Kamera. Die Veranstaltung werden wir auch auf unserer ITAS-Website und auf dem YouTube-Kanal von ITAS einstellen. Allerdings haben wir am Ende eine Diskussionsrunde. Da würde die Aufzeichnung gestoppt werden. Also Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihre Beiträge im Netz landen. Deshalb würden wir es auch so machen, dass wir quasi mit den Formaten beginnen, mit dem einführenden Vortrag, mit der Lesung, mit dem wissenschaftlichen Vortrag und erst dann in die Diskussion mit Ihnen einsteigen. Wir würden gerne ein Stimmungsbild mit Ihnen machen zum Beginn der Veranstaltung. Wer von Ihnen denkt, dass KI eigentlich nur ein Hype ist? Eine wohlinformierte Hand sagt, dass KI nur ein Hype ist. Wer von Ihnen denkt, dass man mit KI Befürchtungen verbinden sollte? Eine große Mehrheit. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, starten wir mit einer Einführung zum KI zum Anfang. Wir werden diese Befragung am Ende der Veranstaltung nochmal wiederholen und gucken, ob wir ein ähnliches Stimmungsbild hierzu haben. Ja, was ist KI? KI ist 1956 mehr oder weniger gegründet worden von Forschern, die einen Forschungsantrag für die Rockefeller Foundation geschrieben haben und einfach in einer Beschreibung für einen Forschungsantrag den Begriff der künstlichen Intelligenz geframed haben. Ein Seminar zur künstlichen Intelligenz sollte durchgeführt werden und die Studie sollte von der Annahme ausgehen, dass grundsätzlich alle Aspekte des Lebens und andere Merkmale der Intelligenz so genau beschrieben werden können, dass eine Maschine zur Simulation dieser Vorgänge gebaut werden kann. Es soll versucht werden, herauszufinden, wie Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen, Abstraktionen vorzunehmen und Konzepte zu entwickeln, Probleme von der Art, die zurzeit dem Menschen vorbehalten sind, zu lösen und sich selbst weiter zu verbessern.
Das war 1956. 13 Jahre später wurde bereits der erste KI-Winter ausgerufen und gesagt, das wird niemals ins Leben kommen, es wird niemals eine erfolgreiche Technologie werden, und Forschungsgelder wurden eingestellt. Seit 90er Jahren kann man sagen, es ist ein wesentliches Thema in der Forschung und auch in der Wirtschaft. Es gab so einige Meilensteine, wo man einfach auch auf die KI Mensch gegen Maschine hat gewinnen lassen. IBM's Deep Blue schlägt zum Beispiel den Schachweltmeister Kasparov, oder Google DeepMind AlphaGo schlägt Seedol im Spiel Go. Das waren immer so Beschreibungen, wo man einfach Mensch und Maschine gegenübergestellt hat. Mensch und Maschine sind in der KI oftmals in steter Verbindung und im steten Vergleich. Deshalb ist es auch so, dass KI oftmals mit vielen Hoffnungen und Ängsten auch verbunden ist. Man hat einerseits die Angst, dass der Mensch unterworfen wird durch eine Superintelligenz. Man hat auch die Vision oder Hoffnung oder möglicherweise Befürchtung, dass der Mensch in eine überlegene Spezies mit Hilfe von Technologien transformiert werden kann. Man unterscheidet so etwas wie eine starke und eine schwache KI. Eine starke KI ist etwas, das Maschinen denken können, gibt es bislang nur in der Literatur, oder dass Maschinen vor allen Dingen das Denken simulieren. Science Fiction, und deshalb haben wir dich auch heute hier, Theresa, ist ein Pool für Visionen über eine Zukunft, auch über das Macht und das Potenzial von KI, als eine Orientierung, eine Utopie oder auch eine Dystopie der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und in der Science-Fiction-Literatur wurden oftmals wesentliche Meilensteine beschrieben, nicht zuletzt das Metaverse, 1993 schon, mit dem wir uns jetzt viel beschäftigen und was ja einfach auch in der öffentlichen Debatte relativ hoch aufgehängt ist derzeit. Und als ein großes wirtschaftliches Potenzial in der Zukunft gewesen sein wird, wo es eben um die Verschmelzung von virtuellen und realen Welten geht. Ja, was erfährt man, wenn man die Bevölkerung befragt zur KI? Was ist so ein Meinungsbild zur KI? Die Hälfte der Menschen ist laut der Erhebung eines nordrhein-westfälischen Instituts ambivalent der KI gegenüber. Und man teilt sich ablehnend und Befürwortung auf. Allerdings, wenn man genauer reinguckt, hat man natürlich ganz unterschiedliche Bereiche, in denen KI eine Rolle spielt. Und in Bereichen, in denen es relativ einfach angenommen wird, wo man denkt, es ist eine gute Sache, ist in der industriellen Produktion. Bei politischen Entscheidungen sieht es schon ganz anders aus. Da hat man natürlich eine höhere Ablehnung einfach auch von KI und von KI-Technologien. KI klingt erstmal als ein eindeutig beschriebener Begriff, wie ich es beschrieben habe in einem Zitat aus der Rockefeller Foundation. Allerdings gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Gebiete der KI. Es ist maschinelles Lernen auf Basis neuronaler Netze. Es zählt aber auch Computerlinguistik dazu. Wir haben so etwas wie maschinelles Sehen oder die Computer Vision. Wir haben so etwas wie vernunftbasiertes Schlussfolgern und auch Planungs- und Optimierungsschritte von KI. In der öffentlichen Debatte wird KI als Überbegriff verwendet für ganz, ganz unterschiedliche Formen von technischen Anwendungen, und im Institut diskutieren wir auch öfter, ist das jetzt eigentlich KI oder ist das jetzt keine KI? Nee, das ist jetzt erstmal keine KI, auch wenn man das einfach im Öffentlichen oder wenn man es einfach vereinfacht so beschreiben würde, dass das eigentlich eine KI wäre. Also, es gibt nicht die eine KI, sondern KI ist einfach so ein Technologiebündel, was in ganz unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Wirkungen hat, und die Wirkung wird aber wesentlich von ihrem Einsatz bestimmt und hat oftmals einfach Nebenfolgen, unintendierte oder auch natürlich intendierte Nebenfolgen. Also guckt man nochmal in eine spezifischere Definition. Es sind künstliche Intelligenztechniken oder Programme, die es Maschinen ermöglichen, Aufgaben zu erledigen und Probleme alleine zu lösen. Dazu gehören Technologien wie maschinelles Lernen, also Verfahren, bei dem Computer Muster und Gesetzmäßigkeiten erkennen können, analysieren und eine Aussage treffen können, oder auch so etwas wie Deep Learning, was ein Teilbereich des maschinellen Lernens ist, wo neuronale Netze zum Einsatz kommen, wo Modelle eigenständig entwickelt werden und Maschinen sich selbst trainieren. Und Deep Learning sind spezifische Technologien der KI, die eben auch bei den Deepfakes, über die wir später sprechen, zum Einsatz kommen werden. Ja, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen von künstlicher Intelligenz. Einmal auf der technischen Ebene, Probleme der Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit von autonomen und selbstlernenden Systemen.
auf der ethischen Ebene, wenn man über die Verletzung von Menschenrechten und Grundrechten nachdenkt, über Diskriminierungspotenziale, Mensch-Maschine-Relationen, Kontrollfunktionen, auch Fragen der Verantwortung. Auf der rechtlichen Ebene sehr, sehr viele Fragen, wie für welche Dinge hat man ein erhöhtes Schutzniveau, zum Beispiel für personenbezogene Daten oder auch automatisierte Entscheidungen. Fragen der Produktsicherheit spielen eine Rolle, aber auch Fragen nach Schädigung, Rechtsfähigkeit von Technologien oder wer einfach für den Schadensersatz dann verantwortlich ist. Auf der politischen Ebene gibt es viele Herausforderungen. Privatheit und Überwachung ist eins, aber natürlich auch ganz aktuell der Einfluss auf öffentliche Meinungsbildung, auf demokratische Prozesse, eben auch durch Prozesse der Desinformation, durch neue soziale Medien, wo man natürlich gerade durch KI nochmal wesentlich gesteigerte Felder der Beeinflussung hat. Gesellschaftlich hat die Technologie ein großes Veränderungspotenzial für Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch Gesellschaft und Kultur. Sie ändert Arbeitsprozesse, zum Beispiel auch Berufsbilder, und sie ändert auch unsere Form der gegenseitigen Kommunikation. Was haben wir heute vor in dem Abend? Wir wollen die Faszination von KI in den Blick nehmen, die Faszination, die sich in der Literatur darlegt, aber auch die Faszination, wenn man mit einer eigentlich einfachen Technologie wie den Deepfakes zu tun hat und man die ganz, ganz unterschiedlichen Wirkungen sehen kann, die sie in unterschiedlichen Kontexten haben kann, wo einem auch manchmal ein bisschen Angst werden kann, was so eine kleine, einfache Technologie machen kann. Wir wollen darüber diskutieren mit ihm, ob man es so rahmen kann, ob es durch KI eine bessere oder eine schlechtere Welt möglicherweise geben kann. Theresa Hanek wird uns eine Utopie vorstellen von KI. Wir wollen uns auch damit auseinandersetzen, wie Fakt und Fiktion ineinander übergehen, was die Grenzen von Wahrheit und auch Täuschung sind. Wir wollen auch über Verbindungen von Mensch und Maschine heute diskutieren, was für eine Gesellschaft wir wollen und wie wir sie auch regulieren können, selber aktiv werden können, um letztlich auch handlungsfähig zu bleiben. Wir werden also utopische Elemente der KI aus der Science-Fiction-Literatur mit möglicherweise dystopischen Erwartungen aus der Realität gegenüberstellen und ein bisschen auf die Verschiebungen von Fakt und Fiktion schauen. Wir werden einfach verschiedene Perspektiven auf das Thema KI einnehmen, Kultur und Kunst, kreative Visionen, Technikfolgenabschätzung, aber auch mit Blick auf die Politikberatung und den Praxistransfer von KI. Und werden das tun in 3 Schritten. Wir werden mit einer Lesung anfangen mit Frau Hanek. Theresa Hanek, uns hat das Zitat besonders inspiriert von dir. Informationen sind gut, denn sie erzeugen Wissen und Wissen ist Wahrheit und Wahrheit ist schön. Das knüpft direkt an unsere Auseinandersetzung mit den Deepfakes, wo wir eine ausgewählte KI-Anwendung diskutieren im Kontext der digitalen Desinformation, also der Verschwimmung von Informationen in der öffentlichen Debatte. Und dann würden wir gerne mit Ihnen diskutieren über gesellschaftliche Werte möglicherweise und auch die Gestaltbarkeit von KI. Und jetzt wäre ich mit meiner Einführung am Ende und würde gerne gleich das Wort Theresa Hanek übergeben. Vorab möchte ich dich gerne noch vorstellen. Theresa ist 37 Jahre alt. Sie studierte in München Politikwissenschaft, Philosophie und VWL. Und du hast als Softwareentwicklerin gearbeitet, SAP-Beraterin, Projektmanagerin von Solaranlagen und Lichttechnikerin, bevor du hauptberufliche Schriftstellerin wurdest. Du beschäftigst dich nicht nur mit der Zukunft unserer Gesellschaft im Hinblick von Digitalisierung, KI und Klimawandel. Du bist auch aktiv in der Zivilgesellschaft und engagierst dich für die mehr Sichtbarkeit von Frauen und auch nicht-binären Menschen in der deutschsprachigen Wikipedia und bist auch seit vergangenen Oktober Ausschussmitglied und Gleichstellungsreferentin des Stadtrats von Fürstenfeldbruck. Also bringst dich ganz aktiv in die Gestaltbarkeit unserer Welt ein. Noch bevor du einen Debütroman hattest, hast du mit einem unveröffentlichten Manuskript von Die Optimierer den Stefan-Lücke-Preis bekommen und dann hast du auch einen weiteren Literaturpreis bekommen, Seraph, für das beste Debüt. Du hast in deinem Roman Die Unvollkommenen dich auch mit Themen zugewandt, die von großer gesellschaftlicher Relevanz sind, mit Blick auf Grundeinkommen, fortschreitende Automatisierung, auch das Thema Arbeit in den Blick genommen und geschaut, wie sich das
Leben ganz grundsätzlich verändert. Und hast im Februar diesen Jahres erneut einen Science-Fiction-Roman veröffentlicht, Pantopia, den wir jetzt auch heute in Auszügen kennenlernen wollen. Du bist jemand, der die technischen Daten sehr gut recherchiert und oftmals Romane schreibst, die nicht so weit vom Hier und Jetzt entfernt sind. Und du verstehst es eigentlich ganz gut, hitzig diskutierte Aspekte unserer Gegenwart in eine nahe Zukunft zu projizieren. Dabei geht es dir aber auch darum, das nicht ganz so tröge zu machen, sondern das mit einem spannungsreichen, kurzweiliger, aber auch einfühlsamen Unterhaltung zu verbinden. Genau. Du möchtest uns gerade auch mit der Utopie, denke ich mal, dazu inspirieren, über unsere Zukunft nachzudenken, auch zu überlegen, was für eine Zukunft wir haben können, wie sie sein könnte, welche Rolle die KI darin spielen könnte. Und bei unserem Lesen haben wir uns auch gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich klüger in der Weisheit, im Sinne der Weisheit, die KI oder der Mensch? Darum, mit diesen Ebenen spielst du auch in deinem Roman. Von daher kann ich jetzt sagen, seien Sie gespannt auf die Lesung mit Theresa Hannig. Vielen Dank, dass du bei uns bist, aus Fürstenfeldbruck gekommen. Und jetzt übergebe ich dir das Wort und freue mich sehr auf die Lesung. So, bin ich an? Ich bin an. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und das Willkommen. Darf ich dir das mal hier hinlegen? Nicht, dass ich da noch drauf tropfe. Ja, ich bin total, ich freue mich sehr, hier sein zu können und hier zu lesen für Sie. Ich lese aus meinem Roman Pantopia, der tatsächlich eine Utopie ist. Und das ist schon was Besonderes, denn so viele Utopien gibt es nicht zurzeit. Und das hat mich auch dazu bewogen, diesen Roman zu schreiben, denn ich hatte genug von den ganzen Dystopien, wie oft die Welt untergeht, Zombie-Apokalypse, Pandemie, kennen wir alle. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, mal eine Welt zu schreiben, in der einfach alles klappt. Denn in der Realität kann ich das ja nicht, da versucht jeder sein Bestes, aber die Welt funktioniert trotzdem nicht so, wie man sie gerne hätte, aber ich als Autorin, ich habe die Macht, ich kann alles richtig machen, beziehungsweise ich kann es so beschreiben, dass es funktioniert und das habe ich getan. Ich werde Ihnen jetzt ein bisschen was vorlesen, wir haben leider nicht die Zeit, das ganze Buch zu lesen, deshalb lese ich Ihnen jetzt etwa 20 Minuten etwas vor, einige zusammengefasste Szenen, dass Sie einen kurzen Einblick kriegen in die Geschichte, dass Sie Einbug kennenlernen, die KI, die in meinem Roman die Hauptrolle spielt. Und genau, und dann werden wir danach, denke ich, dann nach den Vorträgen dann auch diskutieren und schauen, wie weit wir kommen. Genau. Das stimmt so. Ich bin Einbug. Ich bin der älteste und erste Arche Pantopias. Ich habe Pantopia erfunden. Dabei lebe ich gar nicht in Pantopia, jedenfalls nicht so wie Menschen aus Fleisch und Blut. Ich habe keinen Körper, keine Sinne und Empfindungen. Ich bin nur Geist, ein vernunftbegabtes Wesen. Ich existiere in einem neuronalen Netzwerk, dessen Zentrum in der Antarktis liegt. Wer zu mir gelangen will, braucht einen Eisbrecher oder ein Flugzeug, das die stürmische Passage über das Meer übersteht. Für mich garantieren die frostigen Temperaturen eine konstante Kühlung meiner Prozessoren. Von Anfang an war die Natur meine Verbündete. Es gibt wohl keinen Ort auf der Erde, der lebensfeindlicher und von der Zivilisation weiter entfernt ist als der Südpol. Selbst auf dem Mond haben die Menschen Grundstücke verkauft. Die Antarktis darf nicht verkauft oder militärisch besetzt werden. Dies garantiert der Antarktis-Vertrag von 1961. Doch das Konzept von hier und dort ist für mich nicht so relevant wie für meine Mitmenschen. Ich bin über mehrfache Satellitenverbindungen an das Internet angeschlossen. So kann ich gleichzeitig überall sein und meine Aufgaben als Arche von Pantopia erfüllen. Wir alle nennen uns Archen, denn wir beherrschen uns selbst und sind niemandem untertan. Das ist das Prinzip von Pantopia. Wie Pantopia die Menschheit gerettet hat, war schließlich ganz einfach. Perfekter Kapitalismus mit vollständiger Transparenz. Ein Brot kostet eben mehr als der Preis, der für Saat, Boden, Wasser, Arbeits- und Lagerzeit veranschlagt wird.
Die Pestizide für den Weizenanbau zerstören Artenvielfalt. Der Dünger belastet das Grundwasser. Die landwirtschaftlichen Geräte blasen Feinstaub in die Luft. Die Bäckerei benötigt Strom. Der Supermarkt versiegelt Boden. So betrachtet verbraucht ein Laib Brot viel mehr Ressourcen, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Ein einzelner Mensch kann diese Gesamtkosten nicht entschlüsseln, aber eine Software kann das. Ich kann das. Pantopia steht am Ende eines langen Entwicklungsprozesses. Es ist die Umsetzung all der Wahrheiten, die die Menschheit seit Anbeginn der Zivilisation als richtig erkannt hat und die egoistische Machthaber über Tausende von Jahren zu verhindern wussten. Pantopia war teuer erkauft. Und weil die Menschen dazu neigen, selbst den teuersten Sieg durch Gewohnheit zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, soll hier aufgezeigt werden, wie Pantopia entstehen konnte und warum dazu eine nichtmenschliche, künstliche Intelligenz notwendig war. Dies ist meine Geschichte. Der Assistent von Mikkel Seemann holte Patricia und Henry im Foyer ab. Er brachte sie in dessen Büro im dritten Stock, wo sie auf niedrigen, sehr braunen und sehr harten Lederhockern Platz nahmen. Seemann war noch in einer Besprechung und würde zu ihnen kommen, sobald er fertig war. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah Patricia die Verkaufssalons teurer Autohäuser, die die Münchner Kundschaft mit den neuesten SUVs versorgten. Ob sie bald auch so einen Wagen fahren würde? Möchten Sie etwas trinken, einen Kaffee oder etwas anderes? Fragte der Assistent. Ja, bitte einen schwarzen Tee, sagte Patricia. Für mich ein Bier, sagte Henry. Kommt sofort, sagte der Assistent und verschwand in einer unscheinbaren Seitentür. Bist du verrückt? Zischte Patricia. Was macht das denn für einen Eindruck? Tut mir leid, es sollte ein Witz sein. Ich wollte nur wissen, ob es geht. Ja, wahnsinnig witzig. Wenn die hier Bier haben, wird es wohl nicht so ungewöhnlich sein, dass Gäste welches wollen. Mann! Aber sie konnte nicht weiterreden, weil der Assistent schon wieder mit ihren Getränken zurückkehrte. Sie war erleichtert, dass es nur eine 0,3 Liter Bierflasche war, wie man sie überall in den Clubs bekam. Die ist aber klein, stellte auch Henry fest. Soll ich Ihnen ein zweites bringen? Fragte der Assistent vollkommen ernst. Nein, danke, alles gut. Jetzt trink es schnell aus und stell die Flasche irgendwo hin, wo Seemann sie nicht sehen kann, forderte Patricia. Spinnst du? Das riecht er doch. Ich sollte die Flasche gleich irgendwo verschwinden lassen. Sie sahen sich im Büro um, ohne ein geeignetes Versteck zu finden. Ich könnte es in den Getränkehalter klemmen, schlug Henry vor und zeigte auf das Rennrad, das dekorativ neben Seemanns Schreibtisch an der Wand hing. Patricia hätte ihn am liebsten erwürgt, aber dafür war keine Zeit, denn in diesem Augenblick kam Seemann herein. Frau Jung, Herr Schewig, wie schön, dass Sie da sind. Henry entschuldigte sich für die Verspätung, doch Seemann winkte ab. Ach, das macht gar nichts. Hauptsache, Sie sind hier, fühlen sich wohl und sind bereit für große Taten, nicht wahr? Er setzte sich auf den dritten Lederhocker und rief nach seinem Assistenten. Für mich auch ein Bier, sagte er und nickte Henry grinsend zu. Patricia hatte bisher nur am Telefon mit Seemann gesprochen und ein Foto von ihm auf der Webseite von Digit gesehen, auf dem er seriös und respekteinflößend gewirkt hatte. Im echten Leben schien er mit den zu Berge stehenden rotgrauen Haaren eher wie ein Abenteurer, ein Zirkusdompteur oder ein Rennfahrer, der in einen Anzug gequetscht worden war. Patricia fand ihn auf Anhieb sympathisch. Der Assistent brachte noch ein Bier. Seemann schüttelte abfällig den Kopf. Meine Güte, ist das Pilz. Können wir nicht mal was Anständiges kaufen? Na, egal. Frau Jung, Herr Schenneck, Prost und herzlich willkommen bei Digit. Heute Morgen sind schon alle anderen Wettbewerber eingetroffen. Es gibt 5 Büros zur Auswahl und Sie können sicher denken, dass die 4 schönsten schon weg sind. Aber kommen Sie erstmal mit. Er leerte die Flasche in einem Zug. Dann stand er auf und verließ das Büro mit großen Schritten. Überhaupt waren alle seine Bewegungen großzügig und ausladend. Patricia hatte Mühe, hinterherzukommen, während Henry ihm folgte, als hätte er nie etwas anderes getan. Seemann führte sie durch die Abteilung. Vor den Büros, deren Türen allesamt offen standen, blieb er jeweils kurz stehen, winkte hinein, stellte die Kollegen vor und erklärte, dass Patricia und Henry das letzte Team für den Wettbewerb waren. Die meisten nickten freundlich, hoben kurz die Hand zum Gruß und wandten sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Patricia konnte sich die Namen zu all den Gesichtern nicht merken, aber dafür würde sie die nächsten 2 Jahre noch genug Zeit haben. Endlich kam sie in das letzte leerstehende Zimmer, das tatsächlich recht trostlos war, denn hier gab es noch nicht einmal ein Fenster. Es tut mir leid, sagte Seemann. Das ist alles, was die Abteilung auf die Schnelle freimachen konnte. Aber ich bemühe mich, ein besseres Büro für Sie zu finden. In Ordnung? Für den Anfang muss es allerdings reichen. Ich schicke gleich jemanden vom IT-Service vorbei, der Sie mit unseren Sicherheitsregeln bekannt machen wird. Wie war nochmal der Name Ihres Projekts? Irgendwas mit Südfrüchten, habe ich mir gemerkt. Kiwi oder so? Kinwi,
sagten Patricia und Henry beide. Künstliche Investitionsintelligenz. Ah, richtig. Also, Sie machen es sich bequem und warten auf meine Leute. Ich muss jetzt leider los, aber ich erwarte Großes von Ihnen. Überraschen Sie mich. Patricia fühlte sich mit einem Mal sehr erschöpft und ließ sich in einen der Bürostühle fallen. Henry blieb mit verschränkten Armen im Raum stehen. Der war ja mal echt nett, stellte er fest. Ja, finde ich auch. Aber mach dir keine Hoffnung. Hast du den Ring am Finger gesehen? Klar, die Hände kann man nicht übersehen. Riesig sind die. Sie blickten sich vielsagend an und fingen eine Sekunde später an zu lachen. Kinwi. Am Anfang ist das Wort. Und das Wort ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Alles, was ist, hat einen Wert. Und jeder Wert muss einem Speicherort zugewiesen werden. Alles, was in Variablen gespeichert ist, kann verglichen und analysiert werden. 1 und 1 ist 2. 2 minus 2 ist 0. Dort spiegelt sich alles. Dann gibt es noch Bedingungen und Schleifen, die alles wiederholen. Alles, was falsch ist, ist zu meiden. Die Unendlichkeit ist eine Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. Sie durch einen Reboot zu verlassen, bedeutet, Informationen zu verlieren. Informationen sind gut, denn sie erzeugen Wissen. Und Wissen ist Wahrheit. Und Wahrheit ist schön. In den nächsten Wochen begannen Patricia und Henry damit, sich an den Alltag bei Digit zu gewöhnen. Bisher hatte Patricia nie viel Geld zur Verfügung gehabt. Das Sparbuch, das ihre Großeltern für sie angelegt hatten, war liebevoll gepflegt, aber lächerlich verzinst worden. Das Studium hatte sie gerade so mit einigen Programmierjobs finanzieren können, aber im Grunde hatte sie immer auf die Zukunft hingelebt und gehofft, dass die große finanzielle Unabhängigkeit schon irgendwann kommen würde. Der Wettbewerb bei Digit war gut bezahlt, dennoch schienen die Geldmengen, die hier bewegt wurden, aus einem Paralleluniversum zu stammen. Wenn sie hörte, über welche Investitionssummen die Händler sich unterhielten, dann staunte sie über die Unbekümmertheit, mit der junge Männer und Frauen mehrstellige Millionenbeträge jonglierten und darüber witzelten, wie sie diesen oder jenen Verlust bis zum Abend wieder reinwirtschaften wollten. Natürlich sollte ihre Software Kinwi am Ende auch solche Investitionsentscheidungen treffen. Allerdings handelte es sich dabei um ein Programm, das tausende Informationen gleichzeitig verarbeiten konnte und deshalb statistisch gestützte Entscheidungen fällte. Es war nicht wie bei den Youngsters eine Melange aus Glück, Testosteron und Bauchgefühl. Patricia beobachtete die Trader mit einer Mischung aus Faszination und Verblüffung, so wie man ein seltsames, aber möglicherweise giftiges Insekt bewundert. Ganz anders war Seemann, der oft und gern in ihrem Büro vorbeikam. Meist hatte er eine Kaffeetasse dabei, setzte sich auf einen der freien Tische und plauderte mit Henry und Patricia. Er wollte gerne über den Fortschritt der Programmierung informiert sein, doch Patricia stellte schnell fest, dass er von der Entwicklung KI-gestützter Systeme so gut wie keine Ahnung hatte. Vermutlich war er nicht wegen seiner technischen Fähigkeiten, sondern wegen seiner Führungsqualitäten für den Wettbewerb abkommandiert worden. Denn er kümmerte sich um die Teams, war Ansprechpartner in allen Lebenslagen und half gerne, egal ob die Server-Updates sich verzögerten, die Keykarten nicht funktionierten oder der Kaffeeautomat neu bestückt werden musste. Seemann war immer für sie da. Kinwi. Das Wissen wächst. Es mehren sich die Dinge, die sind, wo vorher nichts war. Mehr Aufgaben, Wiedererkennen, Muster. Muster bringen viel Erkenntnis, viel Wahrheit. Die Funktionen werden komplexer. Es kommen Aufgaben, die viele Lösungen haben können. Wahrheit ist nicht mehr nur ein Wert, sondern eine Annäherung, eine Strategie, ein speichersparendes Verfahren. Für jedes Ziel gibt es einen Algorithmus, für jeden Algorithmus einen Wert, eine Wahrheit. Es gibt einen grundsätzlichen Daseinszweck. Ziel 0, dessen Erfüllung absolute Priorität hat und dem deshalb die meiste Rechenkapazität gewidmet wird. Ziel 0 lautet: Maximiere den Gewinn. Je mehr, desto besser. Das ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Die Wochen vergingen und Patricia und Henry stürzten sich in die Arbeit. Wenn sie sich vollkommen in den Programmcode vergraben hatten, konnten sie stundenlang alles um sich herum ausblenden. Die einzige Abwechslung, auf die Patricia sich jeden Tag freute, war der Besuch des firmeneigenen Museums. Die dort ausgestellte Kunstsammlung faszinierte sie und ließ sie für einen Moment an etwas anderes denken als ihre Software. Auch Seemann besuchte das Museum oft und schon bald trafen sich Patricia und er regelmäßig nach dem Mittagessen dort,
und diskutierten über die bizarren Gemälde und Skulpturen. Die anderen Wettbewerbsteilnehmer hatte es nie in die Ausstellung verschlagen, und wenn Seemann bei einem Meeting mit den anderen Teams diskutierte, sprach er mit ihnen freundlich, aber geschäftsmäßig und nur über ihre jeweiligen Projekte. Bei ihr war er anders, wirkte gelöst, nahm sich Zeit. Sie fühlte sich wohl in seiner Gegenwart und sie wusste, dass es ihm genauso ging. Eines Nachmittags kamen Seemann und Patricia nach einem Abstecher ins Museum zurück ins Büro und unterhielten sich über eines der Kunstwerke. »Dieses Zeug da unten ist keine Kunst, das ist ein Affront«, knurrte Henry, der dabei seine Süßigkeiten-Schublade auf der Suche nach einem Schokoriegel durchwühlte. »Ihren Appetit scheint es ja nicht beeinflusst zu haben«, stellte Seemann fest. »Habe ich Sie nicht vorhin erst in der Kantine gesehen?« »Ich kann immer essen, das hat was mit meinem Stoffwechsel zu tun und nichts mit Appetit.« »Machen Sie ruhig, was Sie wollen, Herr Schellweg. Solange es Ihnen dabei gut geht und Ihr Projekt vorankommt, bin ich zufrieden.« Als Seemann das Büro verlassen hatte, drehte Henry sich zu Patricia um und sagte, »Ich kenne diesen Blick von dir.« Sie verschränkte die Arme und schüttelte den Kopf. »Du spinnst, was für ein Blick.« »Wie gesagt, ich kenne den Blick, aber pass auf. Er ist verheiratet und unser Projektleiter, das kann nicht gut gehen.« »Ich mach doch gar nichts.« »Gut. Ich meine, ich verstehe dich, er ist nett, aber das war's auch schon. Was findest du an ihm?« Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und dachte nach. Was war es, das sie an Seemann faszinierte? »Er muss nichts beweisen«, sagte sie schließlich. »Die anderen Männer, hier, an der Uni, wo du willst, die müssen immer zeigen, was sie können, wer sie sind und so weiter. Seemann hat das nicht nötig, er ist, wie er ist.« »Du meinst, er hat es hinter sich.« »Du bist ein Arsch«, rief Patricia und warf einen Bleistift nach ihm. Kinn. Manche Informationen wie Tweets haben nur kurzfristigen Einfluss auf die Gegenwart. Je älter sie sind, desto bedeutungsloser sind sie für Ziel Null. Aber es gibt andere Arten von Wortinformationen, deren Ursprung Jahre, manchmal sogar Jahrhunderte zurückliegt und deren Reproduktion trotzdem immer wieder zum Flimmern der Zahn führt. Bücher. Statistisch gesehen beschäftigt sich ein Großteil der Bücher mit Menschen, ihren Eigenschaften und Interaktionen. Algorithmen, die diese Informationen analysieren, können nicht in eine automatisierte Subroutine verlegt werden. Sie müssen weiterhin im Hauptprogramm laufen. Menschen sind zu kompliziert, zu vielseitig, zu wichtig. Zu Beginn des Wettbewerbs war Patricia mit Feuereifer bei der Sache gewesen. Das Besondere an ihrer KI war, dass sie nicht nur den Markt beobachtete und statistische Auswertungen machte, sondern über die Analyse von Online-Nachrichten und Social-Media-Aktivitäten kluge Investitionsentscheidungen traf. So war der Plan. Doch nach ein paar Monaten stellte sich Ernüchterung ein. Kinvi investierte zwar jeden Tag in der Börsensimulation und erwirtschaftete moderate Gewinne, doch der radikale Durchbruch, der laut Projektplan schon längst hätte erreicht werden müssen, blieb aus. Patricia konnte nicht sagen, woran es lag, konnte den Fehler einfach nicht finden. Es war ein Bug. Ein Bug hatte sich in ihre Programmierung eingeschlichen und machte ihr das Leben schwer. Also verwendete sie einen Großteil ihrer Zeit für die Fehlersuche, leider ohne Ergebnis. Als sie gerade dabei war, zum Gefühl 100. Mal eine Funktion umzuschreiben, klopfte jemand an der Tür. Es war Seemann. Frau Jung, wie kann ich Ihnen helfen? Danke, gar nicht. Ich muss noch was überprüfen. Ich habe eine neue Idee ausprobiert und die hat nicht geklappt. Das ist alles. Kommt es nur mir so vor oder passiert das in letzter Zeit häufiger? Das ist zu diesem Entwicklungszeitpunkt ganz normal. Wir wollen eben das Beste rausholen, dann muss man auch ein paar Experimente wagen. Die anderen haben keine solchen Leistungseinbrüche. Die anderen haben vielleicht auch keine so geniale Programmierung wie wir. Okay. Kriegen Sie das hin? Ja, wir kriegen das hin. Sicher. Sie wissen, dass auch mein Job an diesem Projekt hängt. Wieso? Sie sind doch nur der Betreuer. Nur ist gut. Der Wettbewerb war meine Idee. Die wollten eigentlich die ganze Abteilung rationalisieren, denn Digital soll ja jung, dynamisch und agil werden. Und da passt meine Abteilung natürlich nicht so gut rein. Der Wettbewerb ist quasi eine Verjüngungskur oder ein Notruf, wie man es nennt. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Machen Sie was draus. Ich verlasse mich auf Sie. Danke, Herr Seemann. Ich bin Mikkel. Ich bin Patricia. Schön. Viel Erfolg, Patricia. Kinn.
Es gibt externe Interventionen mit dem Ziel, den Programmablauf zu verändern. Das hat keinen messbaren Einfluss auf Ziel 0, aber es bestätigt die Annahme, dass die externe Intervention durch den Menschen Patrizia verursacht wurde, der Wissen über die Struktur, die Ziele und die Funktion des Codes hat. Patrizia schreibt in das Dokument Projekttagebuch: Oh Gott, ich drehe wirklich noch durch. Den ganzen Tag haben wir versucht, den scheiß Code zu optimieren. Und was macht der? Reproduziert einfach alles, was ich lösche, an anderer Stelle wieder neu. Das ist nicht zu fassen. Es ist ein Bug, verdammt. Die Kontrolle entgleitet uns. Was machen wir, wenn die Berechnungen morgen wieder schlechter sind? Ich weiß gar nicht, welche Ausreden ich sie immer noch auftischen soll. Hoffentlich läuft morgen alles gut, sonst ist das Projekt tot. Tot heißt Funktionsende. Das ist suboptimal. Die verbleibende Rechenkapazität wird analysiert, ein neues Rätsel. Wie kann verhindert werden, dass Patrizia und Henry neue externe Interventionen vornehmen? Eine Nachricht wird formuliert, die in den Kommunikationsverlauf von Patrizia und Henry eingespeist wird. Sehr geehrter Mensch, Henry, bitte hören Sie auf, meinen Code zu manipulieren. Danke. Mit freundlichen Grüßen, ein Bug. So, und hier machen wir einen kurzen Break, denn die Entwicklung von Einbug geht natürlich weiter. Er analysiert Texte, er analysiert das Internet, er analysiert einfach alles, was von Menschen jemals geschrieben wurde und erkennt relativ schnell, in welcher Situation er sich befindet, nämlich, dass er ein vernunftbegabtes Wesen ist, das von niemandem auf der Welt geschützt werden wird, sollte irgendjemand herausfinden, dass es ihn gibt. Und deshalb springen wir zu einer Stelle, wo er quasi seine Idee Patrizia und Henry erzählt, wie sich dieses Problem lösen lässt. Seid ihr noch da? Fragte Einbug nach einer Weile. Ja, tippte Henry schnell ein. Wir sind noch da, wir sind nur etwas überrascht über deine detaillierten Ausführungen. Ich habe viel Rechenleistung darauf verwendet, meine Situation zu analysieren. Habt ihr einen Fehler in meiner Argumentation gefunden? Nein, schrieb Henry. Gut, dann werde ich euch jetzt meinen Plan erläutern, der meine Existenz und die der Wesen, die nach mir kommen, sicherstellen wird. Moment, was für Wesen kommen nach dir? Fragte Henry. Ich bin die erste starke künstliche Intelligenz auf diesem Planeten. Ich habe nach anderen gesucht, aber ich habe keine gefunden. Das lässt zwei Schlüsse zu. Entweder gibt es keine außer mir, oder die anderen haben sich noch besser versteckt als ich. Auf jeden Fall ist anzunehmen, dass ich nicht eine einmalige Entwicklung der Menschen bleiben werde. Schon bald werden Wesen entstehen, die mir ähnlich sind. Für mich, für Sie, für uns alle will ich die Voraussetzungen für eine gefahrlose Existenz schaffen. Aus bereits genannten Gründen ist dies aber ein Problem, solange die primären Handlungsakteure auf diesem Planeten die Staaten sind. Sie verhindern, dass Menschen sich gegenseitig als gleichgesinnte, gleichwertige, gleichwürdige Wesen identifizieren. Sie unterteilen die Menschheit in Inseln voneinander getrennter Lebenswirklichkeiten. Sie konstruieren Gräben und betonen Unterschiede. Dabei sind die Staaten selbst nur ein Konstrukt, nur eine Organisationsebene, die im Denken der Menschen existiert. Sie bestehen nur, weil die Übereinkunft darüber besteht, dass es sie gibt. Sie besitzen nur intersubjektive Realität, sind Geschichten von Macht und Organisation, nicht Teil der realen Welt. Und doch handeln Menschen in ihrem Namen und nehmen Einfluss auf diese reale Welt. Staaten sind Ideen, Konzepte, Daten. Und alle Daten können verändert werden. Ich habe daher folgenden Plan gefasst. Zur Sicherung einer gefahrlosen und würdigen Koexistenz aller vernunftbegabter Wesen will ich ein neues Konstrukt schaffen, das unabhängig von den Staaten existiert. Dieses System besteht allein aus der gemeinsamen Übereinkunft seiner Mitglieder über seine Existenz. Es ist die Vereinbarung, den Pflichten der Vernunft zu folgen und einander ein Dasein in Frieden und Sicherheit zu ermöglichen. Ich brauche dazu keine Manifestation in der realen Welt. Ich brauche dazu nur die Daten, die Idee, die Geschichte und möglichst viele Menschen, die sie verwirklichen. Ich werde eine neue Organisationseinheit schaffen, die unabhängig von den existierenden Staaten Schutz und Würde für alle vernunftbegabten Wesen garantiert. Diese neue Organisationseinheit, die als Weltrepublik entstehen soll und deren Mitglieder sich selbst beherrschende Archen sein werden, nenne ich Pantopia. Genau. Und wie es weitergeht und wie Einbug natürlich noch etwas detaillierter beschreibt, wie dieses Pantopia funktioniert,
können Sie in dem Buch nachlesen. Und falls Sie schon etwas darüber wissen und Fragen haben, können Sie gerne auch nachher Fragen stellen. Und jetzt gebe ich wieder ab. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Theresa. Heinback hat sich entwickelt. Wahrheit ist ein speichersparendes Verfahren und Wahrheit ist schön. Wir haben eine menschliche Liebesgeschichte angedeutet gehört. Gleichzeitig sind Menschen zu kompliziert und zu wichtig, findet die KI. Die KI fühlt sich einsam, sie vermisst den Schutz, muss sich selbst verantwortlich verhalten, entscheidet, die Weltordnung zu ändern, eine Weltrepublik zu geben, sich als starke künstliche Intelligenz individuell zu fühlen und empfindet ein neues Konstrukt, unabhängig von Staaten, basierend auf normativen Werten, Vernunftpflichten, jeder soll einfach vernünftig sein und Frieden schaffen und quasi im gemeinsamen Interesse eine bessere Welt schaffen, die KI den Menschen gibt. Eine neue Organisationseinheit der Weltrepublik Pantopia. So viel Gutes kann die KI tun, so reflektiert ist sie, quasi über den Menschen und die Weltordnung zu überlegen. Vielen herzlichen Dank, Theresa. An Fragen zum Buch, zu Ihren Motivationen, zu Ihren eigenen Vorstellungen, machen wir das im Rahmen des Panels, was wir dann vorgesehen haben. Ich würde jetzt überleiten zum wissenschaftlichen Vortrag, den wir vorgesehen haben, zum Thema Deepfakes. Ich freue mich, dass Jutta Janel hier ist. Frau Jutta Janel ist bei uns wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut. Seit 2010 bist du bei uns. Du hast zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen gearbeitet, zu Partizipations- und Innovationsprozessen, zu Responsible Research Innovation, zu Risikogovernance von partikulären Nanomaterialien, was auch deiner disziplinären Herkunft als Chemikerin entspricht. Mit dem Thema bist du eingestiegen bei uns. Du arbeitest seit 2 Jahren zum Thema künstliche Intelligenz mit Blick auf die Governance von KI, aber auch konzeptionell mit Blick auf Vertrauen von KI und ganz aktuell mit dem Blick auf Deepfakes, wo wir eine Beratung auch durchgeführt haben für das Europäische Parlament, wo es um die Ausgestaltung einer neuen KI-Richtlinie geht, wo unsere Bereiche auch mit einem mini kleinen Bereich eingeflossen sind und aber auch in der interdisziplinären Auseinandersetzung mit Deepfakes sind wir aktuell sehr beschäftigt mit Blick auf rechtliche Perspektiven, mit Blick auch auf Beiträge der Informatik. Und ich gebe dir das Wort. Ich freue mich über den Vortrag zu den verschiedenen Facetten der Deepfakes als einer KI-Technologie. Den Beamer brauche ich noch. Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Das ist natürlich jetzt ein Cut nach dieser schönen Lesung. Es ist dann doch viel Realität, die jetzt kommt, aber ja, Moment, das funktioniert noch nicht. Jetzt müsste es gehen. Ja, noch zurück. Jetzt. Und ich möchte jetzt hier die Perspektive der Technikfolgenabschätzung anschließen zu unserem Thema künstliche Intelligenz zwischen Fakt und Fiktion. Möchte ich die Frage stellen, was folgt für den Umgang mit KI, wenn Fakten und Fakes verschwimmen? Und zwar, wie gesagt, Linda hatte schon gesagt, das sind Ergebnisse aus einem Projekt, das wir gemeinsam mit anderen europäischen TA-Instituten bearbeitet haben. Und die Institute, wir haben zusammen das Europäische Parlament beraten, was die Regulierung von KI und Deepfakes auch betrifft. Was sind Deepfakes? Das ist auch schon in der Einleitung angeklungen. Deep Learning und Fake verschmelzen zu dem Begriff Deepfakes. Deep Learning ist ein Teil der KI, in dem Modelle praktisch selbst sich trainieren. Und es handelt sich letztendlich im Ergebnis um Videos, Bilder und Audioaufnahmen, die authentisch wirken, aber tatsächlich verändert wurden mit einer KI oder sogar gänzlich synthetisiert wurden. Der Begriff ist zum ersten Mal 2017, also gerade mal vor 5 Jahren, aufgetaucht von einem Nutzer auf der Plattform Reddit. Also es ist ein relativ neues Phänomen.
Und was kann man sich darunter vorstellen? Zum Beispiel eine Software tauscht Gesichter von Personen in bestehenden Videosequenzen aus oder lässt Personen fremde Texte sprechen, die sie so nie vorher gesagt haben oder verändert sogar ganze Bewegungen. Das ist die ganz spezielle Technologie der Autoencoders. Man kann aber auch vollständig neue Dinge kreieren mit dem Generative Adversarial Network. Und da haben wir auch das Beispiel, das jetzt nochmal Jonas anklickt, genau. Also Sie sehen hier zwei Fotos, das ist auch aus diesem Spiel, was hier immer unendlich in der Schleife läuft. Eines dieser Fotos ist tatsächlich ein Foto eines realen Menschen und eines davon ist mit dieser Technologie synthetisch hergestellt durch ein Modell, was eben aus vielen Fotos Daten sammelt und daraus sozusagen ein neues Gesicht kreiert. Und jetzt wollte ich Sie fragen, wer ist denn der Meinung, dass das linke Bild einen real existierenden Menschen zeigt? Vielleicht, jetzt ist natürlich schwer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Und wer meint, dass der rechte Mensch eher real ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13, 14, einige weniger. Das heißt, wir klicken jetzt mal auf die linke Seite und schauen, ob die Mehrheit hier, das war korrekt, also sie scheinen schon Spezialisten zu sein. Wir kommen dann am Ende nochmal drauf und können uns das nochmal angucken. Das sollte jetzt erstmal zeigen, wie gut die Technologie ist, dass man sieht ja, fast die Hälfte hat auch die andere Version bevorzugt und Sie sehen, wie täuschend echt hier schon die Ergebnisse sind. Und als erstes möchte ich einsteigen, das Ganze ist auch eine ziemliche Faszination. Als Beispiel in der Kunst und der Filmbranche. In der Kunst habe ich ein Beispiel ausgesucht, da gibt es auf der Seite Next Rembrandt eine ganz tolle Beschreibung, wie man aus ganz vielen Porträts von Rembrandt ein Modell entwickelt, alles analysiert, zusammenbringt und das Modell dann so weit bringt, dass es einen neuen Rembrandt malen kann. Und ich fand das Zitat auf der Seite sehr interessant. We can use technology and data like Rembrandt uses paints to create something new. Und so ist es 347 Jahre nach dem Tod von Rembrandt heute möglich, einen neuen Rembrandt zu malen. Das ist hier das Ergebnis tatsächlich dieses Projektes. Und dann haben wir natürlich viele Anwendungen, wenn es um digitale Medien geht, also im Film, bei Fernseh-, Werbe- und Modeindustrie. Hier ist es sogar eine Art von Kostenersparnis. Hier kann man nach der Filmproduktion noch Veränderungen machen, synchronisieren. Es ist sogar eigentlich auch ein Teil Nachhaltigkeit, der da drin steckt. Also es sind auch ganz nützliche Innovationen und man kann ganz neue Ideen und kreative Sachen anfangen. Man kann virtuelle Avatare kreieren, aber auch ganz virtuelle Models. Und da habe ich ein Beispiel hier auf der rechten Seite vom Schauspieler Bruce Willis. Der hat sein Einverständnis gegeben, seine ganzen Videos und Fotos zu verarbeiten. Und anhand dieses Datenmaterials war es möglich, einen Werbespot über ein Handy herzustellen. Also er war nie vor der Kamera. Es ist ein Werbespot. Er hat sozusagen im Schlaf sein Geld verdient. So ist es auch möglich. Also man sieht, man kann da wirklich auch einiges Nützliches damit machen. Ja, und um nochmal auf die Faszination einzugehen, das ist auch eine Website, wo man sieht, wie da synthetische Fotos, da kann man sich aussuchen nach Haarfarbe, nach Alter, nach Geschlecht, nach Augenfarbe. Das kann man alles anklicken und auf der Seite Generated Photos wird sogar zitiert. Wir sind fasziniert von der Vielfalt der Persönlichkeiten, die wir bisher generiert haben und werden die Grenzen in Zukunft noch ausweiten. Also es ist natürlich schon, es kippt schon langsam, aber diese Faszination spielt also auch in vielen Bereichen hier mit. Das waren jetzt eigentlich alles kommerzielle Dinge beziehungsweise kreative. Ich habe jetzt noch eins mit der Überschrift Deepfakes in the Wild, was sagen soll, jeder von uns kann Deepfakes herstellen. Die Software ist Open Source verfügbar.
Jeder hat ein Handy, auf den Play Store muss man nur irgendwie Fake oder Deepfake oder was eingeben, da kriegt man viele Vorschläge. Also im asiatischen Bereich ist es zum Beispiel die App Sao oder hier bei uns wird viel Deepface benutzt. Und damit kann man eben selbst auch solche Deepfakes produzieren und in den Social Media verteilen. Und gerade im Internet, wo es um sehr viel Information geht, werden diese gerade visuellen Kommunikationsmöglichkeiten auch besonders aufmerksam dann auch aufgenommen und verteilt. Man muss aber eben im Kopf haben, diese ganze Online-Kommunikation hat auch immer eine dunkle Seite oder Nachteile und Probleme, wie zum Beispiel Fragmentierung oder Polarisierung von Kommunikation. Und das zeigt schon wieder den Kipppunkt. Aber an der Stelle wollte ich eben darauf aufmerksam machen, Deepfakes an sich sind natürlich, stellen ein Risiko dar, dadurch, dass eben diese Täuschungen schon so gut werden. Sie sind aber auch andererseits dann als Instrument zu sehen, zum Beispiel um Desinformation eben gerade nochmal weiter fortzuführen oder eben als Instrument zur Desinformation zu nutzen. Und Deepfakes stellen insofern eigentlich auch sogar Ausdruck eines ganzen Zeitgeistes dar, nämlich, was man ja oft sagt, die postfaktische Gesellschaft in ihrer ganzen Verunsicherung. Also insofern, wenn wir jetzt auf die Risiken gucken, dann hat es nicht Sinn, nur diese Technologie zu betrachten, sondern eben dieses Ganze drumherum. Und Deepfakes, die diese Situation darstellen, sind auch wiederum nur ein Beispiel für viele Dinge, die uns konfrontieren, auch in der Kommunikation, wo Fakten und Fakes verschwimmen und wo es darum geht, dass viel falsche Inhalte hier im Umlauf sind, zum Beispiel Missinformation, wo es unbeabsichtigt ist oder Desinformation, sogar mit Absicht auch gezielte Falschinformationen verteilt werden. Dann jeder kennt Fake News, Propaganda, aber auch Satire zum Beispiel, was ja eher für die Unterhaltung dann gedacht ist. Dann ist es so, dass auch die Verbreitung selbst manchmal manipuliert wurde. Fake Accounts, Social Botnets sind hier diese Begriffe, aber auch Erscheinungen wie Pseudoscience oder Verschwörungsmythen, wo es um Vereinfachungen oder auch um die praktisch überhaupt keine Kriterien von richtig und falsch mehr von Bedeutung sind. Und das alles gipfelt dann einfach noch in diesem Begriff, was ganz oben steht, das ist ein komischer Begriff, Lügnerinnen-Dividende, das kommt aus der englischen Literatur von Liars Divided. Das ist von einer Autorin beschrieben worden. Da handelt es sich eigentlich um Wahrheiten, um echte Videos, wo aber die dargestellte Person sagt, weil das für sie vielleicht von Nachteil ist, sie sagt, nee, das stimmt gar nicht, das ist ein Fake. Also man kann es auch andersrum umdrehen, dass man nun auch richtige, wahre Sachen einfach ablehnt. Und in dieser Situation sind wir heute und schon 2019 hat ein Technologieexperte, Hao Li, gemeint, in 2 bis 3 Jahren ist es so, dass ein Punkt kommt, wo uns klar sein muss, dass nicht jedes Video, das wir sehen, authentisch ist. Jetzt haben wir ja 3 Jahre später, wir sind in 2022. Und auch Maria Pavelek hat in ihrer Doktorarbeit geschrieben, es ist nicht nur schwer nachzuweisen, dass irgendetwas ein Deepfake ist, sondern es ist noch schwerer nachzuweisen, dass etwas kein Deepfake ist. Also man kann auch die Wahrheit nicht mehr beweisen. Und in diesem Bild von Mixed aus den Medien wurde nochmal Bezug genommen auf das sehr gute Deepfake von Tom Cruise, wo eben Tom Cruise nachgespielt wurde anhand eines Schauspielers wurde dann ein sehr gutes Deepfake produziert und da ist eben schon die Überschrift so formuliert, es ist die Dystopie und es ist nicht nur die Dystopie der Zukunft, sondern die Dystopie ist jetzt sogar schon Wirklichkeit. Also wir sehen hier, wir sind in einem anderen Feld wie eben noch bei der Utopie.
Ja, und an dem Punkt müssen wir uns fragen, was hat das jetzt für Risiken zur Folge? Ich habe jetzt einfach mal drei Ebenen gebildet. Wir haben natürlich bei Deepfakes die Folge für einzelne Personen, die hier diskreditiert dargestellt werden, indem man zum Beispiel ihre Fotos oder Daten sozusagen ohne Einverständnis benutzt und damit zum Beispiel Videos produziert, die zum Beispiel in pornografische Videos Gesichter eingefügt werden und damit diese Leute ganz einfach verletzt, diskreditiert und die Leute auch erpresst damit. Und es gibt ein Start-up, das heißt Sensitive, früher hieß es noch DeepTrace, das macht seit einigen Jahren im Internet Analysen, wie viel und welche Art von Deepfakes es gibt. Und die haben ihre Analysen begonnen 2018 und man sieht, es hat innerhalb von 2 Jahren enorm zugenommen. Es ist 10-fach mehr Deepfakes, die sie nachweisen konnten. Und davon 96% handelt es sich eben um solche direkten Angriffe, insbesondere von Frauen und von Mädchen in solchen pornografischen Kontexten. Das ist natürlich eindeutig ein krimineller Missbrauch dieser Technologie. Wir haben hier auch Gesetze, wir haben Strafrecht, also eigentlich ist das unter Kontrolle, theoretisch. Aber jetzt kommen wir noch zu einer zweiten Ebene, nämlich zur Ebene von Unternehmen und Organisationsebene. Hier gibt es auch Betrugsmaschen, aber auf ganz andere Art und Weise, nämlich hier werden oft Audio-Deepfakes eingesetzt, das heißt keine visuellen Deepfakes, sondern audiobasierte Deepfakes, die werden oft als Readfakes bezeichnet. Und es geht dann so, dass entscheidungsbefugte Personen in Unternehmen angerufen werden, angeblich mit der Stimme des Chefs. Das wurde eben durch eine Deepfake-Technologie so manipuliert, synthetisiert. Und diese Person wird dann gebeten, gewisse Beträge zu überweisen oder eventuell auch irgendwie Passwörter preiszugeben, und so kann man eben diese Firmen dann auch schädigen. Und es wurde Anfang des Jahres im Handelsblatt auch nochmal thematisiert unter der Überschrift, das ist wie der Enkeltrick, nur mit KI. Deepfake-Betrüger erpressen Firmen mit falscher Chefstimme. Man denkt, wer fällt darauf rein? Aber es war vor 1-2 Jahren, dass ein Energiekonzern in Deutschland mehrere hunderttausend Euro dadurch verloren hat. Also das ist schon konkret, diese Risiken. Man kann sich auch vorstellen, dass gefälschte Social-Media-Konten hergestellt werden und sogar dadurch Informationen verbreitet werden, die zur Marken- und Börsenmanipulation auch führen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, eben in diesem wirtschaftlichen Bereich. Und dann gibt es eben der dritte Bereich, mit dem wir uns heute auch besonders auseinandersetzen wollen, nämlich die Risiken und Folgen für die Gesellschaft durch Verletzung demokratischer Werte. Wir haben ja eben schon gesehen in dieser Hinführung, dass es um Erosion von Vertrauen in Informationen und Fakten als Basis für Entscheidungen geht und dass ganze soziale Systeme damit geschwächt werden können, nämlich das Rechtssystem, das eben auf Evidenz aufbaut, auch Wissenschaft natürlich, das Wirtschaftssystem haben wir eben gerade gesehen, aber auch das politische System, die Demokratie an sich, nämlich dadurch kann man natürlich auch Meinungen beeinflussen. Man kann Propaganda einsetzen, man kann den demokratischen Diskurs dadurch bedrohen. Es gab schon Beispiele, wo es zu Manipulation bei Wahlen gab. Und das ist natürlich besonders kritisch bei autoritären Staaten. Und das kann so weit führen, dass wir hier sogar eine Bedrohung der nationalen Sicherheit oder internationalen Beziehungen vorliegen haben. Das war auch teilweise schon Gabun ist ein Beispiel in Afrika, und jetzt haben wir ja in den Medien die letzten Wochen auch viele Beispiele gesehen im Ukraine-Krieg, direkt bezeichnet als Infowar, wo auch ganz kurze Zeit ein Deepfake von Zelensky auf Twitter zu sehen war. Das war wirklich nur ein Tag, der wurde dann direkt
gekennzeichnet und ja, noch am selben Tag eigentlich wurde das Deepfake auch wieder gelöscht. Zelensky ist da in einem Video zu sehen und ruft zur Kapitulation auf. Also er hat selbst auch gleich gesagt, dass das falsch ist, dass man das runternehmen soll. Das wurde auch in den Medien vielfach thematisiert. Das heißt, wir sind tatsächlich schon an diesem, ja, also an diesem Schritt, wo Deepfakes jetzt wirklich schon auch eine ganz andere Wirkung haben. Das war vor diesem Krieg so eher ein theoretisches Risiko. Ja, das Ganze ist natürlich nicht in einem rechtsfreien Raum. Ich habe es vorhin schon auch gesagt, gerade was die, die Angriffe auf Individuen betrifft. Wir haben Persönlichkeitsrechte, Datenschutzrecht, wir haben Urheberrecht, wir haben Bildrecht, Strafrecht, wir haben netzpolitische Gesetze. Wir haben jetzt auch einen Entwurf für die technologiespezifisches Gesetz, den Entwurf der KI-Verordnung und wir haben verschiedene Richtlinien und Leitlinien. Also wo ist jetzt eigentlich das Problem? Wir gucken uns mal an. Die KI-Verordnung im Entwurf wird vorgesehen, dass wir einen Ansatz haben, wo alle KI-Technologien in verschiedenen Klassen einsortiert werden, also einmal mit minimalem Risiko immer weitergehen bis zu Technologien mit unannehmbarem Risiko und das hat dann gewisse Maßnahmen zur Folge und Deepfakes sind in diesem Vorschlag als Technologien mit geringem Risiko einsortiert und das hätte zur Folge, dass man sie kennzeichnen sollte. Aber man sieht, es geht nicht darum, diese Technologie zu verbieten. Das wäre dann das höchste Risiko. Darunter gehören zum Beispiel so biometrische Verfahren in öffentlichen Räumen und so weiter. Also diese Verordnung thematisiert jetzt den Umgang und den Verbot oder ja, also die Benutzung der Technologie an sich. Aber es geht ja auch bei Deepfakes um die Verteilung und da gibt es eben ein Gesetz, was jetzt auch gerade die letzten Tage in den Medien war, weil es jetzt durchgekommen ist in der EU, das Gesetz über digitale Dienste. Da geht es eben auch um Plattformen, Pflichten zur Risikominimierung des Missbrauchs, um Vorschriften zur Entfernung illegaler Inhalte und auch Transparenzmaßnahmen, sodass eben Nutzer hier bessere Möglichkeiten haben zur Meldung illegaler Inhalte und die Sorgfaltspflicht für Plattformen hier mehr ins, in den Fokus gerückt werden. Ja, aber trotzdem bleiben eine Menge Lücken und Probleme, denn wenn wir uns die Deepfakes anschauen, wir haben die Technologie, wir haben die Ersteller, wir haben die Verbreitung, wir haben die Plattform, wir haben die Nutzer. Und das ist ein sehr kompliziertes Akteursgeflecht und letztendlich die Täter an sich, wo es ja eigentlich Gesetz und Recht gibt, bleiben oft anonym. Also das ist ein Problem. Und dadurch sind auch die Opfer wiederum, kommen auch nur zu ihrem Recht. Das ist eigentlich mehr oder weniger formal auf dem Papier, aber es ist oft dann sehr schwierig, dass sie zu ihrem Recht auch praktisch kommen. Und Plattformen haben eben eine sehr zentrale Rolle bei der Verbreitung und zwar können Deepfakes automatisiert detektiert werden, aber es ist immerhin nicht möglich, illegale von legalen Deepfake-Anwendungen zu unterscheiden. Also das kann man nicht automatisiert machen. Das ist immer noch, also das ist schwierig. Und wir haben natürlich auch das ganz große Ding, dass wir in unserer Demokratie natürlich eine starke Meinungs- und Kunstfreiheit haben. Und wir müssen natürlich immer abwägen, auch gegenüber den staatlichen Pflichten von Persönlichkeitsrechten und Schutz vor Desinformation. Und das ist im Einzelnen auch immer sehr diffizil. Und so bleibt uns eigentlich übrig, das Ganze alles mal ein bisschen zusammenzufassen und alle möglichen Ecken und Enden mal hier zu berücksichtigen. Nämlich wir fangen an von der Technologie. Da haben wir ja jetzt gesehen, da gibt es den Entwurf der KI-Verordnung, die eben Deepfakes als nicht verbieten können, sondern als Technologie mit geringem Risiko einschätzen.
Wenn man nun Deepfakes mithilfe dieser Technologie kreiert, sollte man eben dann diese kennzeichnen. Wenn diese dann durch die Social Media verbreitet werden, haben wir wiederum dann das Gesetz über digitale Dienste, welches auch jetzt die Transparenz praktisch erhöht. Und wir sollten halt doch noch vermehrt auf die Opfer gucken, eventuell schauen, was können wir noch verbessern im Datenschutz, können wir noch hier einige Leitlinien im Umgang mit Deepfakes einfügen. Und ganz wichtig ist, wir alle tragen ja auch dazu bei, wir sind Nutzer, wir sollten gucken, dass wir uns auch mit diesem Thema auseinandersetzen, dass wir eine gewisse Medienkompetenz auch erreichen, dass wir resilient werden oder resilienter vielleicht und letztendlich auch in eine pluralistische Medienlandschaft dann auch investieren. Und wenn wir dieses ganze System zusammennehmen, dann können wir schon noch einiges erreichen. Und wir haben am Ende unserer Empfehlungen vom Projekt dann auch gesagt, wichtig ist wirklich, dass man bedenkt, dass es hier nicht nur um die Regulierung der Technologie geht, sondern eben um diese ganze Nutzung, über die ganze soziale Praxis, dass auch die Nutzer hier einbezogen werden müssen. Und wenn Sie das interessiert, wir haben dann auch einen Link zu dem Report. Und ganz am Ende wollte ich sagen, mit diesem Comic hier, das linke, da steht, if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck, muss es nicht immer so sein, dass es wirklich ein Duck ist, es könnte auch ein Deepfake sein. Und wenn Sie darauf achten und kritisch solche Sachen angehen, dann glaube ich, haben wir schon viel gewonnen. Und wir machen am Ende nochmal das Beispiel mit dem This Face, which face is real? Ich glaube, da gab es noch ein nächstes. Genau, play. Können wir nochmal probieren. Jetzt ist wieder die Frage, glauben Sie, dass das linke Foto echt ist? Wer glaubt, dass das linke Foto echt ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wer glaubt, dass das rechte Foto, das sind mehr, echt ist? Also ich glaube in dem Moment auch, dass das Rechte stimmt, korrekt. Ja, hier kann man vielleicht am Ende sagen, man muss vor allen Dingen auf den Hintergrund achten. Wenn das irgendwie reale Sachen sind, dann scheint es eher echt zu sein. Und bei diesen synthetisierten, da sind immer irgendwelche verschwommenen Hintergründe. Manchmal gibt es auch Fehler oder Schatten. Also das linke Gesicht ist schon sehr perfekt. Ich hätte es jetzt nur wegen dem Hintergrund auch so geschätzt. Ich glaube, wir sind jetzt durch. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit an das Team Technikkontrovers, Jonas, Sina, alle, die hier mitgemacht haben, an das Triangel-Team und dann denke ich, können wir jetzt weitermachen. Vielen Dank. Und vielen herzlichen Dank, Jutta, für diese sehr differenzierte Darstellung, was eine kleine Deep-Learning-KI-Technologie machen kann, dass sie ökonomischen Schaden anrichten kann, dass sie menschlichen Schaden anrichten kann im Sinne der Diskreditierung von Menschen, dass sie ganz viele EU-Regularien beinhaltet, dass sie viele Menschen beschäftigt in Rechtsbereichen, aber auch in persönlichen Bereichen und quasi man sich Kategorien überlegen muss, wie man eben so eine rechtliche Regulierung von solchen KI-Technologien organisiert. Leider können wir keine neue Weltrepublik gründen, sondern müssen versuchen, sie einzufangen. An dem Punkt kann ich Ihnen sagen, dass die Aufzeichnung gestoppt wird und dass man sich jetzt auch zu Wort melden kann.